Und das war ein Monster aus Golden Sun, wenn mich nicht alles täuscht. Blaue Flamme erhalten, wie es hier immer mal eines gibt. Windsichel Stufe 2 brauchen wir keine mehr, danke. Eine Schattenwolke Stufe 2 brauche ich noch. Ich habe Carina mal ausgerüstet letztens, also bevor ich diese Aufnahme begonnen habe. Und eine Bloody Lens, eine weitere. Und sie mal mit Level 2 Zaubern versorgt. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwann mal benötige, aber... nö, ehrlich gesagt möchte ich keine der Lichtlanzen auswerfen. So. Muss das Wasser mal kürzer treten. Und... das ist eine 1120er. Also 30-0er. Ich nehme einfach noch einen Feuerpfeil. Die sind praktischer. Moment. Nur mal ganz kurz. Hab ich jetzt. Zwei Donner, zwei Wochen. Passt. Geht schon. Ach, ich will ständig Escape drücken, um wieder zurückzukommen. Das funktioniert nicht. So. Hier oben eigentlich so ziehen. Moment. Halt haben wir nicht. Wir können noch hier durch. Blaue Flamme. Meine neue Flamme. Zack. So, dann mal sehen, wo wir hinkommen. Wow. Schön langsam, Brauner. Eine Donnerfeder. Noch eine rote Flamme. Gut, der ist schon mal hergekommen. Und Melissengeist, wo wie auch immer der war. Ja, das war ein Heil-Item. Das Beste, glaube ich. So, wir müssen hier nicht mehr lang. Man sollte immer dran denken, die Fallen wieder mitzunehmen. Denn es gibt nur bedingt viele. Man kann nicht alles gleichzeitig anlassen. Das wäre doof. Jawohl. So, dann müsste ich eigentlich so komplett ausgerüstet sein, um jetzt durch dieses Höhlensystem durchzukommen. So, zünden wir also das an. Nehmen uns die Flamme auch gleich wieder mit. Daran sollte man unbedingt denken. Gut, dass ich das auch gleich schon beim ersten Mal gemacht habe. Sonst wundert man sich, nanu. So, wer sich ein bisschen mit Farben auskennt. Rot und Blau sind Magenta. Es geht hier um die Lichtfarben, nicht um RGB, also eher um Smück. So, Höllenfeuer, ist uns klar, dass ich übrigens gewundert, dass es hier keine kein weißes Siegel gibt. Dreimal Strahlentau. Was war hier drin? Höllenfeuer, richtig. Okay. Nehmen wir die beiden also wieder mit. Und ich glaube, das war's auch. Wir bekommen nur noch eine grüne Flamme. Und das soll es dann gewesen sein. Ein Langschwert für Kalas. Jetzt brauchen wir es eigentlich auch nicht mehr. Und das war's mit diesem Vieh. Sind nicht wirklich eine sehr große Herausforderung. Zum Glück, denn ich hätte auch keine Lust jetzt großartig mich hier rumzuärgern. Ja doch. Ich bin mir relativ sicher. Wir müssen hier oben hin. Hier oben lang. Magische Lupe. Oder nicht. Ist ein Speicherpunkt. Wir werden sehen. Denn ich brauche noch die grüne Flamme. Man braucht sie nicht unbedingt, soweit ich weiß. Man braucht, um zum Endboss zu kommen, hier geht's lang. Nur. Okay, man braucht anscheinend doch die grüne Flamme. Wow. Da muss ich nachher nochmal hier hoch. Also braucht man anscheinend doch alle. So, wir bekommen die grüne Flamme. Die muss letzten Endes hier rein, aber wir nehmen sie mit. Denn ich will noch ein paar Schatztruhen aufmachen. Und dafür brauche ich die noch. Gott sei Dank geht beim RPG-Maker das Speichern immer verdammt schnell. Verdammt. Und Carlos hat den Kampf gewonnen, indem er den Golem mit seinem Schild zerschmettert hat. Denn ich bin aus Versehen auf ein Eisenschild gekommen. Beim Angriff... Och, Mensch. Den muss ich aber rumkommen. Danke. So. Ja. Da geht's wieder zurück. Gut. Genau. Hier die grüne Flamme einsetzen. Aber hier hat er auch. Ja, also wenn dieses Dungeon irgendwann mal erweitert wird, falls jemand gelbe Bandkreise sieht und nicht weiß, welche Farben zusammengehören, das wäre dann rot und grün. Und wenn jemand einen weißen sieht, dann sind das alle drei Farben. So, Clockwork für Sylvia. Das war, glaube ich, ein interessantes
kann mich auch irren. Das ist das Clockwork? Was habe ich dann letztens eingesammelt? Wo ich gesagt habe, das verstärkt meine Kronos-Magie. So und so und so der Zeit, nicht wahr? War das jetzt für Sia oder Karina oder? Ah, ich bin wieder Namen durcheinander. Das waren sowieso jetzt die Karten. Aber ist ja jetzt auch egal. Scheinbar war das jetzt gerade für Celia. Achso, Falle 3. Hübsch. Das rüstet mir aus. Damit könnte ich jetzt beide ihre Strahlenangriffe einsetzen. Ja, Celia. Ach, Karina. Diese ollen Zehennamen. Ja, Karinas Strahlenangriffe sind Schattenwolke 1 und 2, keine Ahnung, in welcher Reihenfolge eventuell ist, ist auch egal. Und Wasserfalle 2 und 3. Wenn es jemand ausprobieren möchte, ich werde es nicht tun. Ich zeige ihn. Ich benutze ihn nicht mehr. Genau. Und ich wurde ja mal darauf hingewiesen, vor längerer Zeit, dass sich Celia Chilia spricht. Also eher mit einem SH. Aber da ich mit den englischen Namen der Sting-Charaktere aufgewachsen bin und ich mich jetzt schon auf Yuri geeinigt habe, obwohl Selina heißt im Schwachsinn, da will ich doch gar nicht hin. Also schon, aber ich möchte weiter nach oben. Ja, bleibe ich auch bei Selina. Denn sie wird mit C geschrieben im Original. Nicht im Original, sondern in der englischen Umsetzung. Damit wären wir fast durch, wie es aussieht. Ogre, aus, geh weg. Ah, nein, nicht mich verfolgen. Böser Ogre. Verdammt, am Stein stecken geblieben. Mist. Das ist übrigens ein Golem, kein Ogre. Naja. Sind gleich nervig. Und er hat irgendeine Resistenz, entweder Feuer oder Wind. Ich hab's noch nicht ganz rausgefunden. Aber, naja, egal. Obwohl, höchstwahrscheinlich hat er einfach nur sehr viel HP. Man kann das übrigens auch im Monsterbuch nachschauen, dass nachdem man es erhalten hat... Das Elfenjuwel, danke. Ja, es ist zerbrochen, wie immer. So, um das mal zu zeigen. Denn da habe ich mich erstmal ein kurzes Weilchen gefragt, wo das sein soll. Ja, bei den Tutorials sozusagen findet man die Monsterliste. Schnell nachschauen. Sowieso gerade hier sind. Und ja, eine sehr hohe Verteidigung. In Ordnung. Hätten wir das geklärt. Wow, 86. Ups, da waren kurz die Zahlen. Nicht ganz in Ordnung. Aber das hat sich ja geregelt. Genau, die Fackel brennt. Möchtest du sie entzünden? Aber sicher doch, möchte ich. Mit einer roten und einer blauen Flamme. Fantastisch. So, sollte eigentlich nur noch eine rote übrig sein. Und ein unsichtbares Monster.